Hallo, ich bin der Gustl und heute erzähle ich euch was zu meinem Projekt Restekiste. Eigentlich lief das Projekt unter einem anderen Namen, aber das ist auch egal. Worum geht's? Es geht darum, dass es da draußen viele, viele Bogenschützen gibt, die sich nicht leisten können, sich was zu kaufen. Ja, für die ist es auch nicht machbar, sich einen Bogen zu leihen, ja, oder Ausrüstungsteile. Und aus diesem Grund habe ich mit meinem Freund und Kumpel und Firmenbesitzer, die Adresse blende ich euch dann noch ein. Wer mitmachen möchte und sich beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen, das zu tun, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Teile zu sammeln, die übrig bleiben. Ja, wir alle haben mal, wie ich jetzt, einen Schießhandschuh oder einen Armschutz, der fast neu ist, mal übrig. Ja, oder Pfeile und Checker und weiß der Kuckuck irgendwas. Ja, ein bisschen Werkzeuge, was ihr euch was Besseres gekauft habt und so weiter und so fort. Und unser Projekt würde sich halt darüber freuen, wenn ihr uns das Zeug kostenlos zur Verfügung stellen würdet. Wir geben das dann weiter an sozial schwache Menschen, die sich das nicht leisten können. Vornehmlich sind das Kinder. Ja. Michael Thielen, der von der Firma Luxpon, macht sehr, sehr viel mit Kindern. Und ich versuche ihn also ein bisschen auch zu unterstützen, schicke ihm wieder mal was rüber. Und er gibt das an die Kinder weiter, wo er weiß, dass die Eltern sich das einfach nicht leisten können. Weil auch 60 Euro im halben Jahr sind für jemanden, der Hartz IV bekommt, ein Haufen Geld. Ja, oder der Frührente, so wie ich weiß, was das ist, 60 Euro zu bezahlen auf einen Batzen, das tut weh. Das tut richtig Aua. Ja, und die Eltern und die Kinder sind dann froh, wenn sie was bekommen. Ich meine, so einen Armschutz kann man reinigen, das ist überhaupt nicht das Ding. Ja, von daher, wer sich beteiligen möchte, wie gesagt, Adresse blende ich ein, kommt unten in die Info. Schickt ihm einfach hin, kurzen Brief dazu, hallo, ich möchte mitmachen. Ja. Wer möchte, kann das gerne seinen Namen kann das sagen. Dann einmal im Monat gibt's einen Spendenverlauf, wird mitgeteilt, wer gespendet hat, wer was gespendet hat, wenn ihr das möchtet. Ja. Wer möchte, kann auch einen kleinen Geldbetrag. Versandkosten bezahlen wir aus unserer Tasche im Moment. Ja, wenn wir uns das Zeug hin und her schicken, da wären wir auch froh, wenn wir da ein bisschen Unterstützung hätten. Ja, wer das machen möchte, es gibt ein PayPal-Konto, extra für diesen Zweck, wird auch unten eingeblendet. Also steht auch eine Info drin. Ein kleiner Betrag reicht völlig aus. Ja, 1, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, was ihr wollt. Ja, wäre nett. Ja. Also, Battle-Video zu Ende. Wie gesagt, mir liegt das sehr, 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 sehr am Herzen. Ich weiß, wie das ist, wenn du als armer Mensch dir was nicht leisten kannst und möchtest unbedingt was mitmachen und möchtest dabei sein. Ich kenne das nur zu gut. Ja. Und jeder, der was umsonst bekommen kann und darf dann wirklich auch dabei sein, der freut sich. Also, denkt an die strahlenden Kinderaugen, wenn ihr was das nächste Mal eure Pfeile oder was kauft. Ja. Kauft ein weniger, spendet den einen. Ja, ich verstanden. Also, gehabt euch wohl.